Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Story Mode. Wir haben im letzten Part hier eine Ranke gefunden in einem unsichtbaren Block. Und in der Wolke ist dieser komische Frosch. Soundfrosch. Ein prächtiger Schloss baut ihr da. Doch weh, die Umgebung ist trüb und trist. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Flur mit Blumen segnen. Das lebende Labyrinth. 3 Sterne. Wo sind nun mein Schätzelein, mich dünkt das kaulende Quappen. Bitte geh in diesen Fishing-Irrgarten für mich auf die Suche. Gib dein Bestes, roter Ritter. Okay. Versuchen wir mal. Oh nein. Hier gibt es viele Münzen zum Sammeln. Aber... das Level ist nicht ohne. Eine Falle. Hier kommen wir durch. Ja, dieses Level kenne ich nämlich noch gar nicht. Das haben die YouTuber, die ich gucke, allesamt noch nicht gespielt. Ja, ganz schnell hier hoch. Und wir sterben, wir sterben, wir sterben. Nicht. Ich verstehe, was die von mir wollen. Ich soll die hinter mir lassen und dann... das war in der Tat sehr knapp. Ja. Ich wäre da jetzt gerade fast noch gestorben und... ja, diese Dunkelheitslevel, die man mit dem Mond, der jetzt neu ist, erschaffen kann, sind unter Umständen ziemlich gemein. Dieses Level war jetzt auch nicht ohne Frosch. Also, fand ich zumindest. Der Auftrag ist erfüllt, die Blümlein blühen alles, wie es verheißen war. Beim Glanze der Discokugel. Bitte? Nintendo, what the fuck? Hui, schöne Blümchen. Ich hab dann noch was für dich. Könntest du nochmal meine Aufmerksamkeit bekommen? Ja, dann werde ich Berge für dich versetzen. Luft anhalten. Ich möchte mein Schätzlein mit einer wackeren Heldentat beeindrucken. Einmal durch den Fluss schwimmen, ohne das kühle Nass je zu verlassen. Würdest du den Beweis führen, dass diese Tat im Bereich des Machbaren liegt? Erreiche das Ziel, ohne das Wasser zu verlassen. Gib dein Bestes. Das ist interessant. Das ist eine interessante Zielvoraussetzung. Hier Super Mario Bros. Okay. Das Ziel, ohne das Wasser zu verlassen. Ich habe das Wasser noch nicht verlassen. Das ist ein interessantes Level, was das Wasserpegelsteigen zeigt. Und die Münzen, die wir kriegen, können ja nämlich mit, weil... können Münzen gebrauchen. Ich habe das Wasser noch nicht verlassen. Voraussetzung ist noch erfüllt. Da wollte ich jetzt gerade hoch, ne?
Hey, wo ist das Ziel? Da hat der Kamek einfach das Ziel weggezaubert. Okay. Wie gesagt, es ist ziemlich interessant. Ziemlich interessant. Gut, was hat der Frosch noch für uns? Der Auftrag ist erfüllt. Da steppt der Frosch. Oh nein, der tanzt wieder, ne? Warum erinnert mich dieser Tanz so ein bisschen an Fortnite? Drecksgame, ey. Sieht das Ganze doch schon viel angenehmer aus. Ein Auftrag hat er noch, ne? Es gibt wahrscheinlich dann... Würde der Rote Ritter nochmal? Ein letztes Mal. Ein Meer aus Tränen. 4 Sterne! Ovi, mein Schätzlein hat mich verlassen. Ich möchte nur noch kraftlos vor mich hintreiben in der Schwärze des Meeres. Begleite mich in die Tiefen, oh Ritter. Kommt jetzt Super Mario World oder so? Naja, Super Mario Bros. Nochmal. Bitte nicht dunkel. Danke. Bin mal gespannt, was der mir hier jetzt findet. Und wie mache ich das jetzt? Wie aktiviere ich den Switch? Muss der Bump da runter oder wie? Ach, muss ich die... Oh, die muss ich alle besiegen, okay. Interessanter Katzenpfoten-Effekt. Ja, es... Interessant, sehr interessant. Und da rein? Nein. Hahaha. Ja. Das ist ein schönes Rätsel-Unterwasser-Level. Wenn man dann einmal verstanden hat, wie es geht. Ach, hier gibt es regelmäßig einen Schuh, weil den brauchst du. Der Schuh des Manitou. Oder so ähnlich halt. Ach so, ich muss in die Tür. Ja. Klingt einleuchtend. Klingt sehr einleuchtend, ja. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich löse das Level jetzt natürlich nicht so schnell wie...
wie ich eigentlich sollte. Ja, ist mir klar. Blamo! Die Steuerung ist echt für den Arsch. Ein Schwein. Dann bringen wir die mal eben um. Wusste bis heute nicht, dass das geht mit dem. Komm, wir wollen da hoch. Alles klar. Nettes Level, aber dauert definitiv zu lang. Dauert definitiv zu lang. Find ich jetzt. Wir bekommen einen Froschhut. Okay. Sound. Den haben wir jetzt fertig. Also die ersten Leute haben wir jetzt alle fertig. Mal ganz viele Dinger hier so. Machen wir hier noch einen Auftrag. Kettengreifer trinn dich hart. Schaut mal einen richtig coolen Kettengreifer kurz angelegt. Wer es als Ziel schafft, kriegt eine Belohnung. Wenn du an einem Kettengreifer hängst, schwing mit dem Ding hin und her und spring mit B ab. Hit MC! Okay. Okay. Wir müssen ja Geld sammeln, damit wir Dings da machen können, ne? Wie Lianen. Nee, das funktioniert so nicht. Warum kriegt man eigentlich einen Stern bei der Zielflagge? Ist das so gewollt? Ja, diese komischen Kettengreifer oder wie die heißen, sind sehr unberechenbar, wie ich finde. Also, die sind komisch, aber interessante Neuerung. Definitiv eine interessante Neuerung für das Spiel. Ich glaube, jetzt dürfen wir auch genug Geld für das obere Stockwerk haben, ne? Geht das jetzt? Ja, so gerade eben. Der Bau kann beginnen. Jetzt müssen wir 4 Level abschließen. Gut. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Schuh, Schuh, Schubidu. Schuhgummis können ganz schön nerven, aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Wenn du ein anderes Modell anprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit den großen Varianten kannst du in Luft mit Dings nach unten eine Stampfattacke ausführen. Irgend so ein komischer DJ. Echt DJ.
Welchen Hit hat er denn gelandet? Interessantes Schneevieh. Ich habe eine Münze vergessen. Mein Schuh wurde mir geklaut. Oh, der Große ist sowieso viel cooler. Ich will einen High Heel. Bam! Geil, geil, geil. Geld, Geld regiert die Welt. Ein 90 Münzen extra. Das ist eine Menge. Wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Geld. Ein Level machen wir noch. Sind wir in diesem Part nicht ganz so weit gekommen, wie ich es mir erhofft habe. Aber wir haben einige Aufträge gemacht. Und das ist doch mal etwas. Machen wir noch das Haus der vielen Schlüssel. Hey, ich habe ein echt funky Spukhaus gebaut. Ganz schön gruselig, aber wer das Ziel erreicht, geht nicht leer aus. Versprochen, man braucht dafür allerdings mindestens 4 Schlüssel. So. 4. Wir wollen alle. Popstar 2. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Was brauchen wir denn hier? Einen Powerblock. Bei den Mampfern da. Manschern, Mampfern. Brauchen wir definitiv. Nicht das. Das brauchen wir. Da haben wir den ersten Schlüssel. Das ist auch ein cooles Spukhaus, das braucht jetzt aber auch was länger, deswegen ist das das Letzte, was wir in diesem Part hier machen. Natürlich, eindeutig brauchen wir die Mampfa hier, bei den Mampfern. Ist ja ganz klar. Eindeutig. Da hinten brauchen wir... Kein Plan. Hier. Kann man eigentlich in diese Röhre da auch rein? Also wenn, braucht man Trampolin. Dann nehmen wir mal, wenn wir alle Räume hier fertig haben. Mal mit. Mal gucken, wie wir hier dran kommen. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Gehen wir mal hier rein.
Weil mit dem Powerblock können wir die anhalten. Und ja. Hier brauchen wir eindeutig das P-Switch-Gedöns. Haben wir vier Schlüssel, vier Stück. Was brauchen wir hier? Trampolin, okay. Ein Trampolin! Dum, 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 dum. Gut, der Schlüssel kommt mit, jetzt haben wir 5. Jetzt haben wir da ganz hinten noch eins. Schaffen wir das jetzt? So. Gut. Jetzt haben wir 6 Schlüssel hinter uns herhängen. Wir nehmen mal das Trampolin mit. Aktivieren den P-Switch, damit wir hier den Weg frei machen können. Hier oben, ganz gemein, geht's ja sogar noch rein. Okay. Jetzt haben wir scheinbar alle Schlüssel, ne? Ganz viele Schlüssel. Uiuiui. Aber wir wollen die Level ja zu 100% abschließen. Dann haben wir heute einen etwas längeren Part als die letzten. Ja. Den gibt es auch mal. Aber hier gibt es ganz viel Cash. Wir wollen ganz viel Cash. Wir wollen ganz viel Cash. Das meine ich ernst. Da wäre ich jetzt fast gestorben. Wäre nicht so geil gewesen. Aber gut, dann haben wir das Level mit 101 Münzen geschafft. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part von Super Mario Maker 2. Ich muss jetzt kochen. Wir kriegen 301 Münzen hinzu. Und beim nächsten Mal machen wir hier dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Schaut in meinem Discord-Server vorbei. Link im letzten Stream. Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mit uns reden. Mit uns Mods und Leuten und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao.